Moin, moin, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 zusammen mit Nana. Grüße. Wir sind da jetzt seit zwei Folgen auf der Port of Westfalica und haben in der letzten Folge noch die Screenfun-Rückblicke fortgesetzt. So, und da wollte ich sagen, machen wir gleich mal an derselben Stelle weiter. Oder hast du noch was an Themen einzuwerfen, Nana? Nö. Okay, und zwar wäre dann die Folge, nicht Folge, Mann, was habe ich mit Folgen? Wäre dann die Ausgabe 10 2006. Halte ich fest, Fernsehserie Ben 10 Folge 1. Scheiße. Na, ich sag mal, der Anfang von der ersten Staffel war noch was Neues. Oder war auch irgendwann schnell Also, langweilig. Ben 10 war anfangs noch geil. Ja. Später, als dann diese 3D-Umsetzung kam. Das ist ja immer das Problem, diese ganzen animierten Sachen. Was gibt's heute nicht alles animiert? Heidi, Biene Maya, das haben wir gestern bei Minecraft schon besprochen. Das ist das Schlimmste. Ja. So, und ich drehe hier nochmal eine Runde Vorgewende. Was aber auch für ein Arsch ist, ist zum Beispiel Na. Neuauflagen, die wo man vo von vornherein weiß, dass sie schlecht werden. Okay, da habe ich jetzt noch nichts zu irgendwelchen Beispielen gehört. Oder kannst du da was nennen? Die Neuauflage von Knight Rider. Knight Rider habe ich nie geguckt. Ist vielleicht doch besser so. Das Original mit David Hasselhoff war noch gut, aber dann die neue Auflage, die dann 2006 oder so kam, die war dann natürlich so, naja. Ja, lassen wir es lieber. Mhm. Behalten wir die alten Folgen und Serien so in Erinnerung, wie wir sie haben. Genau. Machen wir mit der Ausgabe 10 2006 weiter, nämlich die Spiele drauf waren Hot Truck 18 Wheels of Steel, der Konkurrent zum Euro Truck Simulator, halt nur in den USA damals, und Restaurant Empire. Ja. Und ich würde mal eines sagen, wir müssen gleich mal schlafen gehen, oder du nimmst dann am nächsten Tag die Zeitskalierung mal auf 5. Ob wir erst noch schauen. Hier noch mal eben pennen. Okay, dann gehen wir mal. So, ich stehe. Und Screenfun, Ausgabe 11, 2006. Die Fernsehfolge Bully und Wick. Uff. Alles klar. Und die Spielevollversion Restricted Area. Klingt überhaupt nicht nach einem Area 51 Game oder so, Nee, ne? glaube ich auch nicht. Ach, da habe ich auch ein uraltes Spiel gehabt. Habe ich sogar immer noch irgendwo rumliegen. Flying Saucers heißt das. Und ja, wie es der Name vermuten lässt, fliegst du da eine fliegende Untertasse. Aber groß gespielt habe ich das nie. Eine Überraschung. So, nächste Ausgabe. Hier steht nicht mal drauf, welche Ausgabe das ist. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ich vermute mal, das ist die 12.2006. Da war drauf die Fernsehfolge Zwei Engel für Amor. Klingt doch schon vielversprechend. Und die Vollversion Trains Railroad Simulator 2004. Sowie Gangland. Alles klar. Und mal apropos Gangland, das bringt mich gerade auf das alte Spiel Constructors. Kennst du das noch? Wurde so, wie soll man sagen? Ja. Das Spiel wurde ja, glaube ich, unter insgesamt drei verschiedenen Titeln immer wieder rausgebracht. Also es gab zumindest mehrere Versionen davon, Okay. die zwar inhaltlich ein und dasselbe waren, aber trotzdem. Oha! Das ist ganz schön diesig. Ja. Ja, das macht das Chrono ein bisschen schwerer, das ist nicht gut.
Das was? Das macht das Chrono schwerer, dieser Morgentau. Zu viel Wasser. Ja. Stell dir mal vor, man bräuchte sowas noch im LS dann. Dass sie das noch einfügen als Skript für den. Hier für die Erweiterung. Meinst für den Global Company? Ja, Global Company. Ich habe mit dem früher nie gearbeitet. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir den drin haben. Und wie der heißt. Na, das wäre doch noch was. Dass du gewisse Einflussfaktoren hast. Wobei, das gab es auch schon im 17er in ähnlicher Form. Dort hast du bei einem Mod den Fakt gehabt, dass du den Boden immer wieder auf pH-Werte kontrollieren musstest. Mhm. Damit du. Warte mal, wo. Ach, du sitzt gerade beim. Hier im Trecker. Ja. Okay. Und dass man sowas noch ausarbeitet, aber das wäre dann auch wieder irgendwo zu übertrieben. Ja, auf irgendeine Art und Weise schon. Sagen wir mal so, entweder als Mod müsste man es kriegen oder als freiwilligen Zusatzinhalt, der kostenlos geladen werden kann und, ja, wie gesagt, auf freiwilliger Basis dann aktiviert wird. So wie wir das hier mit der Fruchtzerstörung und dem Pflügen haben. Mal gucken, vielleicht kommt das ja für den nächsten LS-Teil, ne? Ja, wobei, du sagtest ja, die Tage, die wollen da mal aussetzen ein Jahr. Ja, ob sie es wirklich machen, ist noch nicht ganz raus, aber sie denken da gerade dran, ne? Ja, besser ist es. Weil wirklich viel kannst du momentan nicht mehr rausbringen. An Neuerungen. Ja, Helfer F, du bist nutzlos. So, nächste Ausgabe, Screen Fun. Die 1 2007. Eine Doppelfolge King of Queens diesmal. Und die Vollversion Celtic Kings, The Punic Wars und Traumschiff Surprise Periode 1. Das Spiel, ne? Ja. Wobei das auch so. Das so war eigentlich nur eine Ansammlung von Minigames. Da hatte ich vor Monaten mal ein Video zufällig gesehen. Naja. Wobei, da gab es auch noch ein Spiel zu hier. Was war das? Zu irgendeinem anderen Film vom. Michael Bulli habe ich. Ja, Bulli, der Film. Kann sein, dass es dazu war, das war genauso. Einfach nur eine Ansammlung von irgendwelchen Minispielen und das für 20 oder 30 Euro. So. Ja. Nächstes Screen Fun 2 2007. Die Fernsehfolge Robin Hood und die Vollversion Operation Flashpoint. Operation Flashpoint war super. Gut, ich habe sie so viel gespielt, dass ich mich daran erinnern könnte. Sag mal, eins, haben wir Unkraut an? Nicht mehr. Okay, weil ich hier nämlich die ersten grünen Streifen im Getreide sehe. Macht aber nichts. Okay, da müssen wir mal drauf achten, ob wir die Einstellungen auch richtig aus dem vorherigen Spielstand übernommen haben. Okay. So. Ausgabe 3 2007. Die Fernsehserie, die drauf war, eine schrecklich nette Familie. Guten Tag, Al Bundy. Das waren damals noch Serien. Aha, beziehungsweise die Nachfolgeserie, wo er mitgespielt hat, Modern Family. Ach, und die Vollversion Colin McRae Rally 3. Eieiei. Ja. Das kann ja was werden. Und nach wie viele Ausgaben? Dann war das, glaube ich, die letzte DVD, die ich von der Screen Fun habe. Die 4 2007. Die hatte ich mir normal über, keine Ahnung, 2 Jahre geholt gehabt. Und zwar war die letzte Ausgabe bei mir mit der Fernsehfolge Ben 10 Staffel 2 Folge 1. Und in Spielvollversion Chicago 1930 und Guilty Gear Izuka. Damals gab es schon ein Guilty Gear Game? Ja. PC? Herzlichen Glückwunsch. So, was ich dann noch an weiteren Screen Funds habe, die hatte ich aber, glaube ich, schon mal
rausgeholt gehabt. Die 10 2004. Hatte ich das schon gesagt? Mit dem Anime Record of Lotus War. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal. Weil dann sind wir Erwähnt bei. hattest du es mal, aber ich glaube, da sind wir nicht, glaube ich, groß drauf eingegangen. Weil wir das nicht kennen. Das ist zwar vielleicht ein guter Anime, aber man kennt ihn nicht. Das ist das Problem. Ja. So. Ich fahre noch schnell die Bahn zu. Mann. Die Bahn zu Ende und dann nehmen wir uns die Computer mit Spiele wieder vor. Ja. Also, den muss ich gleich mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ja, du klingst auch nicht gerade gesund, sagen wir Ja, ehrlich. das war vor Wochen schon schlimmer. Ich kann dir gleich sagen, woher das kommt. Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt. Naja, ist eigentlich nur fast schon ein bisschen lächerlich. Ich war eigentlich vor 3 Wochen schon so verhustet. Und ich glaube, nee, hatte ich das dir da schon gesagt. Ich habe mich beim Auto vorne mit der Klimaanlage verkühlt bzw. erkältet. Ja, hattest du. Ja, und dasselbe hatte ich vorige Woche Freitag, wo ich mit einer Kollegin zu einem Termin musste, zu einer Besprechung. Und zwar mussten wir da eine Dreiviertelstunde Richtung Dresden rüberfahren. Ja, und sie hatte dabei ihre Klimaanlage an. Na, herzlichen Glückwunsch, würde ich da mal sagen. Ja, sie hat sich zwar nicht erkältet, aber sie ist am Montag dieser Woche nach Italien geflogen, zu dem Hersteller einer unserer Trockenanlagen. Und irgendwie hat sie sich dann auf dem Flug aufgrund der kühlen Luft im Flugzeug auch erkältet. Na super. Ja. So, ich muss erstmal wieder kurz was zur Seite schieben hier. Weg mit der Messe. So. Dann machen wir weiter mit der Computerbild-Spiele. Wir haben ja noch mehr als genug Ausgaben. Ja. Und zwar Ausgabe 9 2004. Insgesamt waren 8 Vollversionen drauf, ein Werbespiel, 11 Demos, 9 Filme zu spielen, damals gab es sowas noch, 4 Treiber und 10 Patches, so viel, vieles mehr. Das wären dann garantiert solche Programme wie Adobe Reader gewesen, die dann noch kostenlos mit drauf waren. Und was als Vollversion drauf war, unter anderem Project Nomads und Aquanox 2 Revelation. Oha. Ja. So, warte mal. Die Ausgabe. War das dieselbe? Nee, das war schon die nächste. So, Ausgabe 10 2004. Ich lese jetzt mal nicht vor, was alles insgesamt drauf war, sondern nur die Vollversion. Hatten wir gerade schon, sagen wir mal, die Fernsehserie dazu auf der Screen fand, nämlich ein Spiel Robin Hood, die Legende von Sherwood. Das war ein super Spiel. Das war nämlich in derselben Optik wie das Co Parados. beziehungsweise Kommandos, so ein isometrischer Genau, Taktik-Shooter genau. in dem Sinne. Und die Vollversion Rollercoaster Tycoon. So, nächste Ausgabe, 11 2004, waren drauf Largo Winch, Empire Under Threat und Fire Department. Fire Department ist so, ich sag mal, vom Aussehen her Konkurrenz zum ja, Emergency Game. Ja. So, ich will mal kurz abtanken. Das? Habe ich hier einen Animationsbug oder was ist hier los? Warte mal. Ich glaube, ich habe einen Animationsbug. Wieso? Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Warte mal. Ja, steig mal in den Drescher ein und fahr mal mit angeschaltetem Schneidwerk. Bei dir ist das nicht. Bei mir zieht er dann noch irgendwelches Getreide ein.
Ah, kleinzeitig halt. Ne, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Verrückt. Sehr verrückt, würde ich sagen. Dann gehen wir mal nach diesem kurzen Bug zur nächsten Ausgabe. Nämlich ja. Der 12.2004. Darauf waren der Top-Film Ricochet, der Aufprall. Dann noch die Spiele Flight Simulator 98, The Partners und Dino Island. The Partners war ja so ein... Mit der Anwaltskanzlei im Sinne der Sims. Also Lebenssimulation mit Anwälten. Mhm. Habe ich ein bisschen gespielt, war nicht schlecht, aber wenn man die Sims hat, dann kann das nichts toppen. Nicht wirklich. Nee. Dafür hat Will Wright einfach zu viel geschaffen dabei. Wobei man muss bedenken, die Sims bedient oder hat das Genre der Lebenssimulation eröffnet. Beziehungsweise groß rausgebracht, aber es gibt keine großen Konkurrenzspiele. Nee, leider. Gut, was Will Wright früher auch noch rausgebracht hat von anderen hier, Sim-Spiele, Sim End und Sim Earth. Das stimmt. Simcopter hier als Erweiterung für die SimCity-Spiele, damit du durch deine Städte fliegen kannst. Mhm. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was er sonst noch rausgebracht hat. Ach, du fährst das Stroh ab. Logst du das gleich ein? Natürlich. Okay. So. Ich glaube, Stroh werden wir die nächste Zeit erstmal genug haben. Das glaube ich auch. Was ich hier beim Global Company Mod gesehen hatte, war ja auch die Möglichkeit, dass man Strohballen wieder aufschneidet. Mhm. Dass die das nicht von vornherein im LS schon drin hatten. Ja. Hm. Naja, die Community soll auch was machen. So, aber kommen wir zur nächsten Ausgabe. Computable Spiele 1 2005. Folgeversion waren Cold Zero, The Last Stand und Die Siedler 4. La 4. ich habe am liebsten Die Siedler 3 gespielt. Das war eine knuffige Grafik. Gibt's ja mittlerweile was sogar auf Windows 10 läuft, ne? Das weiß ich nicht. Hier kommt nur Silage rein. Nächste Ausgabe 2005. Die Vollversion Cossacks Back to War. Skispringen Saison 2003, 2004 und Chicken Shoot. Das Chicken Shoot dürfte so ein Abklatsch von Mohun gewesen sein. Halt in Comic-Grafik. Und das Skispringen-Spiel, das habe ich ernsthaft mal gespielt, aber war nie wirklich gut. Oder ich hatte nicht die Geduld, dass ich wirklich bessere Ausrüstung mir erspielt habe. Mhm. Wieso? Also ich war halt, sag mal, etwas demotiviert. Dadurch, dass ich die hinteren Plätze belegt habe, nicht so weit gesprungen bin. Wäre man im Mittelfeld gelandet, hätte man schon ein bisschen mal Motivation gehabt, aber naja. Ist halt leider so. Mhm. Ausgabe 3 2005 hatte dann Beach King Stunt Racer, Pro Pinball Time Shock und Microsoft Combat Flight Simulator. Ja, mit Pinball-Spielen habe ich es eigentlich nie so gehabt. Ich habe nur mal eins. Oh, das war die. Wie hieß das nochmal? Ich müsste nachschauen, wie die heißt. Die Software, dieses Pinball-Spiel, das ist ein ganz uraltes aus Windows 98-Zeiten noch. Wenn nicht sogar 95. Okay. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die CD aussieht, nämlich gelb-schwarz, aber mehr ist auch nicht hängen geblieben, weil man es halt nicht mehr spielt. Ich muss gerade echt gucken, wo ich das Stroh ablade. Ja,
Eventuell in der Nähe dort, wo du es wieder rausnimmst. Da müssen noch irgendwo Schilder sein, wo drauf steht, was du dort abholen kannst. Ich guck gerade. Ansonsten, ich halte mal kurz an, vielleicht sehe ich auf der Übersichtskarte was. Hofsilo liegt im Süden, Kartoffelwäscher, Silageherstellung, Schweinefutter, Hofsilo. Die Map ist ein bisschen überfüllt mit Icons, das ist das Problem. Kalkstation, Düngerherstellung, Hofsilo. Hast du es unten beim Hofsilo schon mal versucht? Ein Stückchen weiter Richtung Feld 1? Nee. Dann versuch's dort vielleicht mal. Ansonsten muss es ja irgendwo ein scheunähnliches Gebäude geben, wo man einlagern kann. Aber ich sag mal eins, die nächste Ausgabe der Computer mit Spiele machen wir in deiner Folge, weil wir sind bei 21 Minuten angelangt. Die Zeit rennt mal wieder. Ja. Okay, dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like und einen Kommentar und schaut vielleicht auch mal bei Nana vorbei. Da macht nämlich auch noch ein, zwei andere Projekte, nicht wahr? Aktuell, ja, ist was in Planung, aber... Ansonsten die früheren Projekte, gibt ja auch einige. Genau. Also, macht's gut, ciao. Tschüss.